Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Silly HD. Bevor das Video anfängt, möchte ich euch dazu aufrufen, möglichst kreative, aber auch tiefsinnige oder auch humorvolle Fragen mit dem Hashtag SillyQuestions in die Kommentare zu schreiben. Dann könnt ihr mal mit das Q&A machen, wenn ich das früher mal gemacht habe, aber jetzt in geiler. Und jetzt würde ich sagen, ab ins Intro. Es hat heute ein anderes Video online gekommen als jetzt das, aber da ich jetzt während dem Schneiden des Videos gemerkt habe, dass es nicht so rausgekommen ist, wie ich es wollte, und ich das jetzt in Zukunft das Video, das dann irgendwann offenbar online kommen wird, weil ich es auf jeden Fall noch einmal drehen werde, sollte eins das Hauptformat werden auf dem Kanal in Zukunft, weil ich mega Bock drauf habe. Und da ich denke, kann ich noch mit so einem qualitativ niedrigen Video starten. Das Lied nicht an mir, sondern an der fehlenden Kommunikation, die ich mit dem Kameramann hatte. Und es tut mir leid und ich kann es gross ankündigen, ich weiss, sorry. Aber dafür werde ich das Video noch einmal machen und hoffentlich in heftiger. Und ich habe jetzt einiges gelernt beim Filmen, wenn ich es jetzt anders machen muss. Und das Video kann noch besser werden im zweiten Versuch. Und als Ersatz habe ich mich auf Insta gefragt, was ich lieber wende, ob ihr ein Video von Prag wende, das Best of oder das Best of Deutschland. Und da haben 17 Leute, glaube ich, für Best of Deutschland gestimmt und 10 Leute für Best of Prag. Und ich würde sagen, danke vielmals für all die Leute, die abgestimmt haben. Das ist mega krass, wie gut die Story angekommen ist. Und ja, darum würde ich sagen, sehen wir jetzt das Best of Deutschland und bleiben bis am Ende dran, weil ich noch ein paar Sachen zeigen. Wunderschönen guten Morgen, wunderschönen guten Morgen, wunderschönen guten Morgen, wunderschönen guten Morgen, wunderschönen guten Morgen aus der Speicherstadt Köln, Köln, Hannover. Was ist das Leben? Magdeburg. Hamburg. Fingers out of sight, how could I have let you go? Cutting corners, turning stones, but I can only see your ghost. I just live a fast life, forget about the past. I numb out to escape my fears. Friendships only pass by, show up on like strobe lights. With you I feel something real. And I a million miles just to see you smile till the day I die. Oh, I need you by my side. We get high on life till the day we die. High on life till the day we die. Danke, dass ihr bis am Ende dran geblieben seid von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und mir macht es mega Spass, so Cinematics zu schneiden auf Musik und so. Ich weiß nicht, wen ihr das findet, darum könnt ihr das ja auch mal tun in den Kommentaren schreiben. Wäre mega geil. Wenn ihr vielleicht jetzt gerade an dem Beispiel gemerkt habt, bin ich immer noch leicht kränklich und ich habe im letzten Video so viele Bemerkungen bekommen, dass ich, obwohl ich krank war, also wenn ihr es vielleicht nicht gemerkt habt, die es vielleicht nicht gemerkt haben, ich bin krank gewesen, nachdem ich das Video in St. Gallen gedreht habe. Wieso auch immer. Und die, was interessiert, ja, können wir auch mal anschreiben auf meinem Insta-Account, SillyHD, dort kann ich euch gerne erklären.
Extrem viele Leute haben gesagt, wieso kann ich ein Video schneiden, obwohl ich krank bin. Leute, das Video war vorproduziert, weil ich eigentlich das geplant habe, die Schulstart aufzuladen, wenn ich wieder Schulstart habe. Und dass ich mich voll auf die Schule konzentrieren kann, habe ich das eigentlich vorproduziert. Und da ich nachher krank geworden bin, konnte ich es gar nicht nutzen eigentlich. Also es war eigentlich eine Win-Win-Situation. Das heisst, ich habe das Video vorher eingeschnitten, einfach das, um das mal klarzustellen, weil ich das so viel in den Kommentaren gelesen habe, dass ich, obwohl ich krank war, das Video geschnitten habe. Wenn ihr vielleicht merkt, ist jetzt schon lange kein Vlog mehr online gekommen und vielleicht kommt in Zukunft wieder mal online. Darum habe ich mich auch eine Frage in diesem Video. Ich weiss, es ist jetzt viel, was ihr müsst in die Kommentare schreiben und wäre mega geil, wenn ihr es machen würdet. Hättet ihr Bock wieder mal so vielleicht einmal im Monat, wenn einmal im Monat so ein Vlog kommt? Weil für mich persönlich ist das richtig komisch, irgendein Event gehen, Kamera dabei zu haben, Rucksack, wie ihr vielleicht wisst, habe ich so einen Schnellverschluss, wo die Kamera hinhängen kann und es einfach nicht zu vloggen. Es ist so ein komisches Gefühl. Ich weiss nicht wieso. Und ich mache immer den Move. Und darum wollte ich euch fragen, ob ihr das okay finden würdet, wenn ich so jetzt vielleicht einmal pro Monat so einen Vlog aufladen würde. Vielleicht wird es auch weniger sein, vielleicht erst einmal in zwei Monaten. Das weiß ich nicht so recht, aber mir macht es halt Spass, irgendwie doch noch zu vloggen. Und es ist halt doch noch irgendwie der Content, den ich früher gemacht habe. Darum habe ich einfach gedacht, ich frage euch mal, was ihr würdet davon halten. Und ich weiß, ich fuchtle hier sehr viel um. Das liegt daran, dass es später am Abend ist. Ich werde jetzt nicht sagen, dass es Nacht ist, aber... Und ich das Video nachher noch mal schneiden, weil ich es noch nicht gemacht habe, weil ich einiges vorhatte das Wochenende und ich schneide es jetzt am Samstagabend, wahrscheinlich Nacht durch, aber das juckt eh keinen, weil wir sind hier auf YouTube und ihr werdet noch mein Video sehen. Da würde ich sagen, das war es mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir einen Daumen nach oben, schreibt alle Sachen unten in den Kommentaren, wäre mega geil. Und ich würde es feiern und ich antworte euch auch auf jeden Kommentar. Ich würde sagen, das war es mit dem heutigen Video. Schaut unbedingt nächsten Sonntag wieder am 4. Uhr vorbei. Dann kommt hoffentlich ein geiles Q&A und das schaffe ich nur, wenn ich richtig geile Fragen habe. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Alles Gute.